Schönen guten Tag von Sebastian Münzmeier und mir. Wir bringen ab jetzt regelmäßig einen kurzen Wochenrückblick. Natürlich kann man in kurzer Zeit komplexe politische Themen nicht seriös diskutieren. Und das ist der Punkt, wir werden sie nicht seriös diskutieren. Und es geht auch nicht nur um reine politische Themen, sondern auch um Absurditäten des politischen Alltages. Die Themen bekommen wir hier spontan aufs Handy, die kennen wir vorher auch nicht und werden dann kurz drüber diskutieren. Ja, der Klimaentscheid in Berlin. Schade eigentlich, dass es nicht geklappt hat. Also ich meine, eigentlich kann man ja nichts Schlechtes wünschen, aber irgendwie wünscht man sich ja diesen Klimatypen auch schon und Klimamädels, dass sie mal so ein bisschen... Absolut, ich hätte es der Berliner AfD nicht gegönnt. Ja. Weil du musst ja in dieser Stadt dann leben, ja, die irgendwie hier vor die Wand gefahren ist. Ja, aber ja, was nicht mehr geht. Das wurde ja auch ausgerechnet, glaube ich. Den Nahverkehr hättest du verbieten müssen. Strom eigentlich nicht mehr. Ich glaube, Flüge wären nicht mehr gegangen. Das wäre quasi... Steinzeit. Ja, ja, irgendwie so Somalia oder so. Ne? Das, ja, aber dass selbst Berlin sich so entschieden hat, ist ja eigentlich schon wieder ein absolutes Hoffnungszeichen. Also wenn selbst Berlin mehrheitlich gegen diese ist abgefahren. Das ist auch irgendwie peinlich. Also wenn du einen Volksentscheid startest, der so kacke ist, dass nicht mal Berlin das einem der... Dann hast du gepackt. Ja. Bei mir lädt es nicht. Also, kein was einziger ist das Arbeitsplatz geht wegen Corona verloren. Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Niemand verliert sein Haus. Ja, die nächste große Lüge. Ja, ja, das sind so die geilen Vorhersagen, die sich dann immer wieder als unwahr irgendwie erweisen. Ja. Aber da müssen die Leute halt auch einfach kapieren, dass manchmal auch die Recht haben, die von Anfang an sagen, die Regierung erzählt Quatsch. Die lügt, ja genau. Ja, ja. Oder wie Fratscher. Der große Wissenschaftler und Experte, der heute wieder zitiert wurde, es wird keine Inflation dieser Größenordnung geben. Also wirklich. Und manche laufen ja aber auch zu Corona jetzt wirklich immer noch mit der FFP2-Maske. Ja. Das sind so die letzten Hardcore-Kämpfer. Genau, die ist noch durchziehen. Gestern einen im Aufzug wieder. Ja, ja, ja. Ich wundere, dass er nicht gleich geht. FFP2-Maske. Aber der Blick hat sich verändert. Es war doch früher so, dass sie dich auch so strafend angeblickt haben. Genau. So, ne, du Idiot, du bringst uns alle um. Also so richtig böse auch. Und keine mehr Taucherbrille, sondern tatsächlich nur noch die Maske. Ja, ja, richtig. Ja, das ist aber auch ein politisches Statement. Geworden. Ja, ja. Das sind, glaube ich, auch schon die beim Klimaentscheid mit Ja gestimmt haben. Genau, ja. Und am besten sind die Masken in LGBTQ-Farben. Ja, das sind die wirklichen Könige des Hauses. Ja, ja. Das ist die Kiste dann bei der grünen Mitgliedschaft. Oder? Okay, genau. 10 Jahre. So, was ist das nächste hier? Der CDU-Teufelskreis. Die CDU muss wieder konservativ werden, wie macht das? Ja. Alle distanzieren sich. Ja. Klassischer Merz. Ja, das ist auch immer so vor Wahlen oder so. Ne? Also wir bringen jetzt auch einen Kreistag, weil du hast ja immer nur so ein kurzes Zeitfenster. Das ist so wie die Sterne stehen günstig, ein kurzes Zeitfenster, wo die CDU migrationskritisch ist. Das stimmt. Da bringen wir jetzt im Kreistag so einen Antrag ein, weil das musst du ja erwischen. Das schließt sich sofort nach der Landtagswahl, denn zum Beispiel. Dann ist es auch wieder vorbei. Ja, ja. Also dann hat man davon auch nie was wissen wollen. Ja, ja, genau, richtig, ja. Also, ich bin gespannt auf Berlin hier. Ich meine, damit haben sie mit dem Thema sehr gepunktet, hatten ja Erfolg durchaus, aber ich glaube, sie haben es jetzt schon wieder vergessen. Ja, die haben sich, also der radikalste CDUler hat doch, glaube ich, auch irgendwie nach den Vornamen von den Silvesterattentätern gefragt. Genau. Und da gab es, glaube ich, aber auch richtig Stress gleich. Der Außenflügel ja, ja. Der CDU. Ja, ja. Aber da gab es, glaube ich, auch richtig Stress dann. Ne? Das wird wahrscheinlich auch 7-mal distanziert oder so. Ja. Und die haben jetzt eine ausgeschlossen, wenn ich richtig informiert bin, irgendwie in NRW. In Köln. Genau. Weil da haben nämlich unsere Leute einen Antrag eingebracht, dass glaube ich, Rettungsdienste, die sollen da besser parken können. Und da hat sie sich gemeldet, hat dafür die Hand gehoben. Hat dafür gestimmt. Ja, und sie hat ja später noch gesagt, sie wusste nicht, dass es von der AfD kommt. Sie hat noch versucht, sich zu retten. Das hat nicht mehr geholfen. Ja, nee, das hilft auch. Da musste die Brandmauer... Brandmauer muss halten. Ja, ja. Und wenn da mal einer Haupts geht, dann ist es halt so. Also das ist auch toll. Das sind also die Ziele. Das sind wirklich so die... Ja, ich weiß nicht, also wo die alle herkommen. Echte ne? Konservative. Ja, ja, wirklich, wirklich. Also, für ein Thema. Ja, ja, also solche Lappen. Den würdest du heute noch... Ich bin 34, aber da ist immer noch so dieser Reflex... der Schulhof, dem willst du die Brotdose klauen. Ja, das also, kennen die ja wahrscheinlich auch ihr Leben. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Und also manche fordern es heraus. Also typische CDUler auf jeden Fall, ja. Okay. Verdi-Chef rät allen Betroffenen am Montag zum Fahrrad. Vielen herzlichen Dank, ja. Ja. Er kann ja mal von Rheinland-Pfalz oder von Hessen nach Berlin fahren, ja, mit dem Fahrrad. Nee, da war doch dieser Bahnstreik und das ist ja so, und das ist nämlich auch der Beweis, also du kannst
das Auto braucht ja kein Mensch. Ja, das ist ja umweltschädlich, da wird es so heiß im nächsten Jahr, also das geht gar nicht mehr. Da geht die Welt unter. Richtig. Muss man einfach mal sagen. So, genau, eben. Was willst du denn damit? Ne? Wenn die alle verbrennen, dann war es das. Und deswegen, wenn die Bahn nicht fährt, da bleibt nur das Fahrrad einfach. Ne? Genau, das Lastenfahrrad ist auch ein Leihwagenmagnet, muss man sagen. Ja. Denke ich auch. Ja, also mit Lastenfahrrad bist du auch einfach der König. Wenn du die abholst, dann da einfach. Sagst du, ich hole um 7 bin ich da. Ja. Völlig verspitzt. Ja, zum ja. Lastenrad. Ja, noch so ein paar Dinkelkekse vielleicht rein oder wenn es ein bisschen romantisch oder irgendwie so. Stilles Wasser. Ja, ja nee, also. Super, doch. Nee, die sind auch günstig. Die kosten ein paar tausend Euro, glaube ich, muss man nur zahlen für den Spaß. Im Vergleich zum Auto. Ja, also ich habe da keinen Preisvergleich, vielleicht gibt es auch eins für ein paar hundert, aber ist super günstig und. Nee, aber im Ernst, da holt man sich lieber den ältesten VW Polo als irgendwie so ein. Ja, aber gerade für Fernstrecke ist doch. Das war's also, ja, das war's für heute von Sebastian Münzmeier und mir. Wenn ihr noch Ideen habt für Themen, über die wir mal diskutieren sollten, schreibt das gerne in die Kommentare.